Der zweite Wunsch, den ich heute erfüllen möchte, und der wartet tatsächlich schon eine ganze Weile, aber es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das Bier bekommen habe, der führt uns nach Petting. Da ist die Schönrammer Brauerei zu Hause. Und welches Bier es gibt, das gibt's da, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr freut euch genauso sehr wie ich auf den zweiten Wunsch, den ich heute erfüllen möchte. Der wartet schon ziemlich lange, aber es ist mir tatsächlich nicht gelungen, das Bier hierher zu bekommen, und ein Bottle Share hat es mir dann ermöglicht, zumindest das Schönramer Pilz hier auf den Kanal zu bringen. Und wie gesagt, damit erfülle ich einen doch sehr häufig geäußerten und auch immer wiederholten Wunsch von euch. Und damit kann ich hinter dieses Bier zumindest einen Haken machen. Wenn ihr andere Biere habt, die ihr mir vorschlagen wollt, dann immer her mit den Infos. Ihr könnt aber auch, wenn ihr ein Abo habt, das könnt ihr da unten lösen, auch mal nachschauen, ob das Bier vielleicht schon mal von mir verkostet wurde. Ich danke für euren Support, vor allen Dingen, wenn ihr da unten kurz draufklickt. Und dann wollen wir uns heute mal mit dem Schönramer Pilz beschäftigen. Ich persönlich habe mit dem Bier das erste Mal Kontakt gehabt, als es vor 1, 2, 3 Jahren einen Preis beim European Beer Star gewonnen hat. Da bin ich ein bisschen aufmerksam darauf geworden. Da war das, glaube ich, auch in irgendeiner Box drin. Und habe es damals nicht auf den Kanal gebracht, sondern einfach so getrunken. Aber das war schon ein Granatenpilz. Und man muss sagen, das Bier hat auch richtig, richtig viele Auszeichnungen. World Beer Cup, einmal Gold, einmal Silber, viermal European Beer Star. Davon einmal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold. Jetzt 2020 hat es Silber gewonnen. Was ich sehr spannend fand, war, dass Gold ging an eine Brauerei aus Taiwan und Bronze an eine Brauerei aus Italien. Also man sieht mal, wie da die Pilzkompetenz mittlerweile weltweit verteilt ist. Taiwan hätte ich jetzt echt nicht auf der Liste gehabt, aber es muss offensichtlich geschmeckt haben. Dieses Bier hier hat 5,0 Volumenprozent Alkohol, hatte mal 5,4, ist dann irgendwann reduziert worden. 11,8 Plato und, das finde ich sehr erwähnenswert, 45 Bittereinheiten. Das ist für ein deutsches Pilz schon ganz ordentlich und sicher am oberen Ende, was geht. Die Schönramer Brauerei, ich halte euch das mal, gegründet 1780, steht hier oben auf der Bottle Cap drauf. Aber das geht schon viel weiter zurück. Das war 1780 war der Zeitpunkt, wo die Familie Köllerer die Brauerei übernommen hat. Die Brauerei selber ist erstmalig 1512 erwähnt worden, also kurz vorm Reinheitsgebot. Da gab es eine Tafernwirtschaft in Schönram, und Tafernwirtschaften, die hatten meistens entweder Braurecht, Brennrecht oder Backrecht. Das finde ich auch sehr spannend. Also man kann schon mal davon ausgehen, dass 1512 dort schon gebraut wurde. Genauer weiß man es erst seit 1622. Dann wurde zum ersten Mal eine Braustätte dort erwähnt. Ja, es ist im Augenblick in der Besitz der Familie Köllerer, die mittlerweile aber Oberlindober heißt. Da ist irgendwann mal eine Hochzeit dazwischen gekommen und der Name hat sich gewechselt. Aber es ist dieselbe Familie und man braut um die 80.000 Hektoliter pro Jahr. Also eine ganz solide Größenordnung, würde ich sagen. So, kommen wir jetzt zum Bier. Es ist eine strohgelbe, etwas blassere Farbe. Ein 1,5 Finger breiter, nicht so intensiver weißer Schaum obendrauf, der aber schön am Glas hängt. Mittelmäßig auch Kohlensäure im Glas sichtbar. Also das ist schon mal alles sehr pilztypisch. Und ja, es startet mit einer schönen, frischen Hopfennote. Leicht getreidige Noten auch. Aber es hat so eine richtig schöne, frische Nase, macht richtig Lust, hier mal mit dem ersten Schluck loszulegen. Und so soll es ja auch sein für ein Bier. In diesem Sinne, cheers! Oh, also, diese bittere mit 45 Bittereinheiten ist da. Aber das ist so eine richtig schön feine, ganz sanfte Klinge. Es ist ein sehr schlankes Bier. Klar, wir reden mal Pilzbier, hallo. Aber es ist ein Bier, wo ich jetzt einfach sagen würde, das ist
stark in der Bittere, aber es ist eben nicht so diese brutale Bittere, sondern sie ist toll eingebunden in eine ja, leicht kräuterige Hopfennote, blumig, strohige Noten. Ein bisschen getreidig, aber das Malz ist auch tatsächlich nicht so vordergründig da. Es ist überhaupt nicht süß. Tendenziell würde ich sogar sagen, eher trocken. Und das verstärkt natürlich nochmal so diesen Bittereindruck und macht dieses Bier tatsächlich sehr unique. Und wenn man das natürlich mag, dann ist man mit dem Schönauer Pilz sehr, sehr gut bedient, muss ich sagen. Schöner, schlanker Körper. Spritzige, aber nicht zu intensive Kohlensäure. Es ist ein schönes, süffige, auch erfrischend. Und ja, es hat ein schönes, bitteres, langanhaltendes Finish. Bittere hängt lang durch. Bisschen trockener während noch hinten raus. Aber nicht zu sehr, sondern einfach nur, dass da nochmal richtig ein bisschen Wumms reinkommt und schöne, grasige Hopfennoten. Also ich muss sagen, das Bier kann richtig was. Und ist tatsächlich auch von den Pilzbieren, die ich in letzter Zeit getrunken habe, so das, wo ich sage, ah, richtig Charakter, kein 0815, ist einfach ein richtig schönes Pilzbier, aber eben nichts glattgebügeltes, keine Industrieware. Und so möchte ich es ja letztendlich dann auch haben. Hoher Wiedererkennungswert, ihr kennt diese Sprüche von mir, aber das ist definitiv beim Schönramer Pilz gegeben. Von ProbierTV gibt es deshalb, ja, was könnte ich anderes geben als 5 von 5 möglichen Punkten für das Schönramer Pilz aus Petting in Deutschland. Und ich bin froh, dass ich die letzten Minuten durchgebracht habe, ohne einen Witz über den Ort der Brauerei zu machen. Das gelingt wahrscheinlich auch nicht jedem. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin raus und freue mich über eure Kritik bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Wir sehen uns morgen beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Tschüss.